Apropos Weltreise. Urlaubszeit ist Reisezeit. Der Weg ans Urlaubsziel kann aber belastend sein und auch vor Ort lauern Gefahren, die an die wohlverdiente Auszeit vermiesen können. Aber mit diesen Tricks bleiben Sie gesund und entspannt. Mitten im Reisefieber. Damit sich dieses Fieber aber nicht in eine Krankheit verwandelt, hilft eine gute Vorbereitung. Für viele Regionen der Erde gibt es spezielle Impfvorschriften oder Impfempfehlungen. Ihr Hausarzt berät Sie, welche Schutzimpfungen nötig sind. Denken Sie aber daran, dass einige Impfungen eine gewisse Zeit benötigen, um wirksam zu werden. Deshalb erledigen Sie das am besten einige Wochen vor Reisebeginn. Hier eine Checkliste, was Sie für alle Notfälle dabei haben sollten. Schmerzmittel zum Einnehmen. Ihr Hausarzt berät Sie, welches am besten für Sie passt. Gel gegen Juckreiz hilft bei Ausschlag, Insektenstichen und Sonnenbrand. Durchfallmittel zur akuten Behandlung und etwas zum Ersatz von Elektrolyten. Mittel gegen Reisekrankheit gibt es zum Beispiel als Kaugummi. Fiebermittel sowie ein Fieberthermometer. Magenmittel gegen Sodbrennen oder andere Magenbeschwerden. Erkältungsmittel, also etwas gegen Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Wundversorgung und Verbandmaterial, dazu Desinfektionsmittel. Für die Reiseapotheke empfehle ich, dass wir auf jeden Fall solche speziellen Stripes dabei hat. Die Stripes sind ideal, um Schnitt- und Platzwunden abzudecken. Und zwar ist man damit so erfolgreich, wie wenn man es nähen würde beim Arzt. Kleine Schnittwunden, kleine Platzwunden sind damit sofort ordentlich verarztet und man kann den Urlaub weiter genießen. Außerdem ein Mittel zum Schutz vor Mücken und Zecken. Und zuletzt individuelles, also Arzneimittel gegen Beschwerden, unter denen Sie generell oft leiden. Ein Arztbesuch im Ausland, medizinische Behandlung bis zum Krankenrücktransport in das Heimatland können schnell sehr teuer werden. Verschiedene Auslandskrankenversicherungen bieten Versicherungsschutz und können Ihnen im Notfall hohe Kosten sparen. Unsere Versicherten sollen sich natürlich auch im Urlaub ein Abenteuer stürzen dürfen und Spaß haben. Sollte dennoch was passieren, haben Sie durch unser Auslandstelefon die Sicherheit, die Sie auch im Urlaub benötigen, durch Ihre Krankenkasse von uns. Das häufigste Gesundheitsproblem vor Ort: Reisedurchfall. Jeden dritten Fernreisenden erwischt es, besonders in Ländern mit niedrigem Hygienestandard. Mit ein paar Tricks können Sie Infektionsquellen aber meiden. Trinken Sie Wasser immer aus verschlossenen Flaschen oder kochen Sie es ab. Und verzichten Sie auf die Eiswürfel. Essen Sie nur gekochte oder durchgegarte Speisen. Und meiden Sie am besten rohes Gemüse, Mayonnaise, Eis, rohes Fleisch und Fisch. Nach dem Toilettengang Hände gründlich waschen. Und putzen Sie die Zähne nicht mit Leitungswasser, sondern am besten mit abgepacktem oder abgekochtem Wasser. Mit ein paar einfachen Vorkehrungen bleiben Sie also auch unterwegs gesund. Und aus dem Reisefieber wird ein entspannter Urlaub in der Ferne.